So, herzlich willkommen bei Detroit Become Human. So, neues PS4-Spiel-Demo halt. Gibt in den Store neu seit 2 Tagen. So, hier ist halt die Demo. Ja, gucken, was kann. Also, so, geht los. Da geht los, ey. So, wie gesagt, neue Demo halt im Store. Ja. Vorweg, ich habe mir besser vorgestellt halt. Aus dem PlayStation Heft früher da die Bilder und so wie das aussah. Ja, so Grafik ist auf jeden Fall gut. So, man ist halt da so Androide. So ein Android ist man. Gibt mehrere wahrscheinlich. So, hier muss man halt eine Geisel befreien. Deswegen schickt man extra einen Android halt. So, der Geiselnehmer ist auch ein Android. Der irgendwie ein bisschen falsch gepolt ist. So, das Video ist ein bisschen vorgespult, halt immer. Also ab gleich. Weil es wird sonst lang dauern, sonst die Demo dauert so ungefähr 20 Minuten, bis man alles da gemacht hat. Deswegen. So, naja, man kann halt da rumlaufen. Mit R1 oder so kann man die Kamera halt immer wechseln. Das ist ein bisschen schwierig mit der Kamera immer, so sieht man jetzt gerade hier. So kann man immer wechseln, sonst rennt man immer halt damit. So wie früher so ein Silent Hill, so die Kamera so ein bisschen. Ja, ein bisschen scheiße ist die Kamera, finde ich. So, jetzt ist man in den anderen Raum drin, jetzt muss man schon wieder hier die Kamera immer wieder neu doll rumdrücken, der Knopf, damit immer wieder was man mehr sieht. So, später kann man mit einem anderen Knopf auch wichtige Indizien, also die leuchten später. Halt, gelb, und dann kann man da halt ja, Beweise halt erstmal nachgucken. So, jede Entscheidung da hat auch einen Einfluss auf das Spiel. Das Ding hast du auch wie die Pest. Naja, so, jetzt muss man hier zum Beispiel hier so Fragen beantworten. So wie den Telltale-Dinger, Stories da, Batman und sowas. Ein Rotz. Story-Mode-Dinger da immer halt. So. Nochmal eine Frage beantwortet. So, wie auch immer. So, dann kann man gleich hier weiter rumlaufen. So, wie gesagt, Video ist immer ein bisschen vorgespult halt. So, jetzt kommt schon die nächste Stelle. So, jetzt muss man zum Beispiel wie hier. Hab ich zum Beispiel hier was gefunden. Ein Fisch. So. Ja, Steuerung gibt halt nicht viel, wo man drücken kann halt. Brauche eigentlich nur 4 Knöpfe oder so, 5. So, ich hätte ihn jetzt auch verrecken lassen können, der Fisch, aber das hat mir leid getan. Fische sind ja auch cool. So. Ja, ja. So, Feierabendbier hier. So. Wie der andere was sagt, ey, kriegt man auf Maul, ey. So. Hier, nächster Beweis, oder was? Damit ihr Android auch weiß, wo drauf man sich einlässt, halt. Scheiß Smartphone, Handy, Tablet, Kacke. Da. So. Die muss man halt retten, das Mädchen. Ja. Man muss die ganze Zeit in so einem Zimmer nachgucken. Was ich zuerst nie gefunden hatte, deswegen ist das Video vorgespult. Halt, weil wegen der Kamera ist das auch scheiße, da ein Eis im Raum, da weiß man gar nicht mehr später, in welchem Raum er war. Wenn man immer wieder die Kamera mit R1 immer wieder anders umdrücken muss. Kannst du mal ein bisschen umschauen, aber nicht so, dass man generell umgucken kann. So, jetzt ist da schon wieder irgendwas gelb gewesen. So, ist vorgespult, egal, da war irgendwas mit einer Pistole, die geklaut worden ist. So, jetzt hier ist halt ein Raum, wo mehrere sind. Bin ich zuerst die ganze Zeit da eine Viertelstunde lang vorbeigelaufen, ey. So. Hier hat er auch schon ein paar umgebrachte Typ. Dürfte eigentlich gar keine Kugel mehr haben, eigentlich, naja. So, jetzt kann man da gucken, wie, was, wo der gestorben ist. Auch lächerlich. Naja.
Also für mich ist das Spiel ein bisschen zu langsam. Nicht langweilig, nicht, aber Verbrechensaufklärung geht ja noch. Alles halt zu langsam alles. Der rennt die ganze Zeit da in Slow Motion herum. Ich weiß ja nicht, ey. Mir geht sowas ganz und gar nicht ab. So, dann hier hab ich endlich mal der Raum gefunden. Das Dach, wo auch der Gegner ist. Der Geiselnehmer. So, reingehen hier, hoffentlich rausgehen hier. So. Also Spaß macht was anderes. Wie der andere Typ der geschrieben hat, Create Demo, wir brauchen mehrere so Demos. Dann höre ich auf zu zocken. Kein Schritt näher oder ich springe! So. Hier kann man nichts machen jetzt, hier ist der Geiselnehmer. Also jetzt kann man nur ein paar Schritte immer nach vorne gehen. Und muss man halt da den beruhigen oder Fragen beantworten und so ein Mist. Und je nachdem, was man drückt, halt. Hat der Gegner mehr Bock, die zu erschießen oder lässt das Kind dann doch frei oder was? Ja. Hab ich immer so abwechselnd gedrückt, ich weiß auch nicht warum. Einmal waren dann gut auf mich zu sprechen, da 37%. Dann einmal war es bis auf 60 hoch, dann ist wieder auf 40 gesunken. Keine Ahnung. So, hier kam jetzt halt die letzte Frage oder so. Vorgespult. Halt. So, 61%, sieht doch schon mal gut aus. Dann jetzt hier, keine Ahnung, was die Wahrheit oder beschwören. Weil der Geiselnehmer denkt, der Android denkt, der ist jetzt kaputt, obwohl er doch kaputt ist. Jetzt 41%. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Da ich es überhaupt geschafft habe, mit den Sachen, wo ich da beantwortet habe, da weiß ich auch nicht. Aber jetzt werde ich selbst. So sieht jetzt so aus, als ob der Typ da volles Prozess macht. Ja, macht mir auch. So. Und trotzdem. Man kann jeden retten, wenn man nur dran glaubt. So. So. Man kann jeden retten, wenn man selber dran glaubt, man geht selber dabei drauf. So. Bin gerettet, alles gut, so. Ja, das war quasi Detroit Become Human. So, ein bisschen Mission erfolgreich, alles klar. So, ja. So, wahrscheinlich sieht jeder Level so aus. Also man hat noch andere Androiden. Sieht man gleich noch. Mit dem man Leute retten muss oder was die auch immer. Ob man später selber eine Knarre hat und kann damit schießen, das weiß ich nicht. Aber so wie es aussieht, nicht. Wenn man dann nur noch so langsam da rumschleicht, dann gefällt mir Hitman ja noch besser. Naja, bei der Grafik ist auf jeden Fall gut. So, das kann man nicht sagen. So, das war quasi die erste Level oder was? So. Naja, so sieht dann aus. Da ist halt der Strang des Verlaufes. Halt, kann man nachgucken, man hätte auch noch andere Sachen machen können. Hätte man mehr Sachen untersucht und so weiter. Käme zum anderen Schluss oder was? Wahrscheinlich kann man auch so machen, dass man eine Mission noch verkackt. Halt, das ist halt so, wie ich den Weg gegangen bin. Halt, ich habe nicht alles durchsucht, ey, sonst wäre man noch ein Jahr dran. Da kann ich auch Akte X gucken, ey, ist interessanter. Das sowieso, ey. So, war früher auch Lieblingsserie, naja. Ja. Ich bin der Android von Cyberpunk. Jetzt hier Trailer halt. Sieh, was du getan hast. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpf. Ich heiße Kara. Mein Name ist Marcus. Mein Name ist. Ja, mein Fazit, man kann zocken. Ist unsere Geschichte. Ja, da die ganze Zeit herumschleichen und so. Das ist nicht so meins. Wem gefällt, der soll sich holen. Ich hol mir nicht. So, das war Become Human. So. Geht so. Und tschüssi.